In der vierten Runde der Wiener Stadtliga trat SV Schwechat gegen Red Star Penzing an. Nach einer Serie von 3 aufeinanderfolgenden Niederlagen fragten sich die Fans im Rudolf-Tonn-Stadion, ob es endlich zu einem ersehnten Sieg kommen würde. Hier sind die Höhepunkte des Spiels. Nach einem holprigen Start in die Saison mit 3 Auswärtsniederlagen in Folge empfing SV Schwechat Red Star Penzing im Rudolf-Tonn-Stadion. Wiedergutmachung war also angesagt, dementsprechend motiviert gingen die Schwechater Kicker in die Partie. Zu Beginn hatten die Braustädter mehr Ballbesitz als der Gegner und kamen gelegentlich auch zu Halbchancen, konnten jedoch nichts Zählbares dabei rausschlagen. Die Gäste hielten in dieser Phase gut dagegen, hatten aber offensiv keine Aktionen. Nach einem verunglückten Rückpass der Schwächerter in der 30. Minute ging Red Star Penzing jedoch überraschend in Führung. Kurz vor der Pause dann die nächste kalte Dusche für die Slavic 11, als Red Star mit der 2. Chance im Spiel auf 0:2 stellte. Mit diesem Stand ging es auch in die Kabinen. Mit einem Doppeltausch zur Pause versuchte SVS-Trainer Thomas Slavik neuen Schwung ins Spiel der Schwächerter zu bringen, was auch ganz gut gelang. Und so kam die Heimelf nach dem Seitenwechsel zu ein paar Torchancen, die jedoch ungenutzt blieben. Effizienter waren da die Gäste. In der 60. Minute wurde auch die 3. Gelegenheit in ein Tor umgemünzt. Von diesem Treffer zum 0:3 erholte sich SV Schwechat dann nicht mehr und somit endete das 4. Saisonspiel der Braustädter ebenfalls mit einer Niederlage. Wie schaut das Fazit zum Spiel aus? Ja, ich glaube, dass wir die ersten 30 Minuten in einer richtig guten Energie waren, dass vieles aufgegangen ist, was wir uns vorgenommen haben. Haben uns auch einige Chancen erspielt. Nicht nur erspielt, auch erkämpft, müssen wir auch ehrlich sein. Ja, und dann werden wir natürlich gleich mit der ersten halbwegs guten Aktion vom Gegner sofort bestraft. Das, was die letzten Wochen ja auch augenscheinlich ist. Wir machen zu billige Fehler hinten und vorne machen wir die Tore nicht. Und dann wird es schwer. Wir haben das Spiel auf jeden Fall dominiert, obwohl das Ergebnis nicht widerspiegelt. Was schade ist, weil wir eigentlich, glaube ich, große Strecken des Spiels viel besser waren. Und wir uns auf jeden Fall ein Tor verdient gehabt hätten. Und ich glaube, wenn wir das erste Tor auch machen, glaube ich, schaut das Ganze auch anders aus. Woran mangelt es derzeit? Woran mangelt es? An der Einstellung definitiv nicht. Es mangelt, wir machen zu viele Eigenfehler, wir schenken zu viele Möglichkeiten her und der Gegner hat halt dann auch die Qualität, dass er jeden Fehler von uns bestraft. Und ja, das ist eigentlich das Fazit. Es ist halt, wir überlegen wirklich von Woche zu Woche, wie können wir es besser machen, wie können wir was ändern. Wobei ich sage, man tut eh alles, was man kann, aber irgendwie will es halt gerade einfach nicht funktionieren. Und ich mache aber auch da keinen einen Vorwurf, weil jeder, glaube ich, alles gibt. Und jeder versucht da wirklich, dass wir aus dieser blöden Situation rauskommen. Ja, also das, was wir machen können, leider Gottes, wissen wir nicht. Das ist einfach eine Kopfgeschichte gerade. Wir haben auch die letzten 2 Wochen im Mentalbereich gearbeitet. Die Burschen denken viel nach, haben sehr viel Angst vor Fehlern, vor der Niederlage. Ich hätte halt gerne eine Mannschaft, die Freude fürs Gewinnen entwickelt. Und in so einer Situation ist das halt dann auch noch schwieriger. Ein Fußballer, der nachdenkt, ist aus meiner Sicht ein guter Fußballer. Und jetzt haben wir leider viele Spieler am Platz, die über vieles nachdenken. Soll ich da rausrutschen? Soll ich da am Kopfball gehen? Soll ich ihn durchlassen? Soll ich ihn einmal aufspielen? Ja, und das ist momentan die größte Herausforderung, das aus den Köpfen zu bekommen. Die nächste Gelegenheit, sich zu beweisen, hat die SV Schwechat auswärts beim Tabellenzweiten SV Donau. Bis dahin rangiert die Slavic 11 auf dem 15. Platz in der Tabelle der Wiener Stadtliga.